Auf der schwebenden Himmelsbrücke stand einst das Götterpaar Izanami und Izanagi. Sie blickten hinunter auf das endlose blaue Meer. Und sie fragten einander, ob es wohl ein Land gibt in den unendlichen Fluten? Hinter dem Hügel von Gergovia geht die Sonne auf. Sanftes Licht bricht sich in den Rüstungen einer gigantischen Armee. Langsam schiebt sich das Heer Julius Cäsars in Richtung Stadt. Hinter den Mauern verbergen sich die aufständischen Kelten. Hörner rufen zum Kampf. Ein kleiner Junge, alleine, verloren in der endlosen Steppe. Seine Familie, sein ganzer Stamm wurden ermordet. Er versteht nicht, warum und von wem. Nur eines spürt er. Auch ihn werden sie vernichten. Ihn, den letzten Überlebenden. Die Welt, in der wir leben, ist nicht die erste. Und sie wird auch nicht die letzte sein. Immer wenn eine Welt zugrunde geht, zieht sich Vishnu, der Erhalter der Schöpfung, auf den Grund des kosmischen Ozeans zurück. Gebettet auf der Weltenschlange Ananta, die Endlose, erträumt sich Vishnu dann eine neue Welt. Wenn aus seinem Bauchnabel eine Lotusknospe hervortritt, auf der der Schöpfergott Brahma Platz nimmt, kann das Leben aufs Neue seinen Lauf nehmen. Weil ich die Idee ganz schön finde, sich so kulturell einzelnen Ländern zu nähern, also sei es jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Fall Indien oder man hat Japan oder man hat Israel, dann bringt man Literatur, Geschichte, Theater, Musikbeispiele und alles Mögliche rein und hat sozusagen in 1,5 Stunden einen Abriss der Entwicklung des Landes, weil es so eine Kulturgeschichte ist und doch sehr aufwendig ist. Und es ist schön gemacht und man hat noch dieses Booklet, was man sich anschauen kann. Da ist so ein Team zusammengewachsen, ist dann wie ein Theater, das sich eingespielt hat. Von der Theaterarbeit hat es ein bisschen was und das macht mir Freude. Dass wir eben nicht nur einen gesprochenen Text haben, sondern so stark mit Musik arbeiten und alles ja ein Guss wird, das Optische und das Auditive sozusagen eine große Einheit bilden. Und das zeichnet uns eben aus und wir hoffen, dass wir dann eben auf Dauer uns auch etablieren können auf dem Markt. Es sind die Gerüche, es sind die Klänge, die Geräusche, die Musik. Und das alles versuchen wir eben auch in dem Hörbuch zusammenfließen zu lassen und so Kino im Kopf entstehen zu lassen.